Wir müssen Internationalisierung vorantreiben in zwei Punkten. Einmal, wir müssen dafür sorgen, dass die Stadt interessant bleibt für internationale Talente. Andererseits müssen wir dafür sorgen, dass die Kreativwirtschaft und die IT ihre Märkte außerhalb Berlins findet. Die Förderbedingungen sind in Berlin meiner Meinung nach sehr gut, aber sie müssen wirklich funktionieren, von den Mikrokrediten 5.000 Euro für neue kleine Projekte bis hin zu Venture Capital. Herzlich willkommen zum Forum im Inforadio in Zusammenarbeit mit der Senatsinitiative Projekt Zukunft. Es ist das 60. Zukunftsgespräch. Wir sind im Theateraufbau Kreuzberg im Aufbau Haus. Arbeitsplätze, Stadtquartiere, Zukunftschancen. Was hat Berlin von seiner Kreativ- und Kommunikationswirtschaft? Mittlerweile kommen die jungen Kreativen nicht nur nach Berlin, weil es hier coole Clubs gibt, sondern eben, weil sie auch wissen, hier gibt es eine Gründerszene, hier gibt es Risikokapitalgeber und hier ist sozusagen eben auch nicht nur the place to be for dancing, sondern eben auch der Platz, um Unternehmen zu starten und kreativ zu sein, Ideen zu entwickeln. Das müssen wir uns unbedingt erhalten. In Berlin gibt es inzwischen auch schon ein Ökosystem, auch mit Venture-Capital-Firmen oder auch Geldgebern und eben auch Business Angel, die früher selbst mal gegründet hatten und jetzt eben auch neue Gründer unterstützen. Und das ist eben im Moment am Wachsen. Urban Technology ist auch das Richtige für Berlin, weil Berlin gleichzeitig einen großen Markt darstellt. Wie wollen wir das machen, dass wir dieses große Gebäude und dieses charismatische Gebäude auf ganz berlinische Art entwickeln? Unser Traum ist, wir gründen die Urban Tech Republic. Wir nehmen das gesamte Bestandsgebäude inklusive der Werkstätten und der Abfertigungshalle. Wir machen daraus ein großes Loft, wo Firmen in einer transparenten Art und Weise sich ansiedeln können, mieten können. Das Unternehmertum kann man ja nirgends erlernen oder studieren. Das ist natürlich eine Idee wäre, denke ich mal, dass man gerade in Berlin, wo so viel entsteht, dort vielleicht auch noch mehr tut. Nämlich zum Beispiel einen Mastergang, einen Studiengang, einen Kurs, keine Ahnung, zum Thema Entrepreneurship. Da gibt es auch Initiativen, zum Beispiel das Founder Institute in Berlin, wo eben genau solche erfolgreichen Gründer, Mentoren, Unternehmer die neuen Gründer coachen und die Erfahrung weitergeben. Wir waren ein Jahr auf der Suche nach einem Kreativhausstandort und hier ist natürlich diese günstige Lage am Moritzplatz mit dem U-Bahnhof und diese Schnittstelle zwischen dem alten Zeitungsviertel und auch Friedrichstraße, wo auch ein touristisches Zentrum ist. Dann haben wir Museen, die Berlinische Galerie, das Jüdische Museum, auch ein Tourismuszentrum. Und dann haben wir die Oranienstraße mit Buchhandlungen, mit der neuen Gesellschaft für bildende Kunst, wo eben tatsächlich die Kreuzberger Szene steppt. Und diese Lücke hier füllen wir zwischen diesen beiden Hotspots in Berlin. Applaus.